sie denn das an, Spider? Das ist dieser Wichser von neulich. Hey, Spider! Vato Loco muss krank sein, dass er herkommt. Du hast meinen Karnal fertig gemacht. Jetzt bist du dran, Pluto! Na los, Spider! Wo bleibst du? Was ist? Hast du schon die Augen voll? So, was wollt ihr jetzt machen, erzähl? Keine Panik, Homies. Du musst deine Schulden bei mir bezahlen, damit du Bescheid weißt. Soll ich dir den Arsch aufreißen, Pluto? Komm her, oder hast du die Hosen voll, du Wichser? Gib dich so an! Willst du noch eine Plakasso haben? Komm, aber diesmal musst du ein bisschen schneller sein! Kinga, du Magre, fick deine Mutter, du Eingeschoss! Was soll das? Scheiß auf die anderen, Bartos! Es seh! Komm schon, Chucky! Komm schon! Du machst meine Familie an, ja? Dafür bist du mir Rechenschaft schuldig, und zwar hier und jetzt! Komm her! Wo bleibst du Großmaul? Zeig uns, was du bei Tageslicht für ein Mann bist! Was ist los, Spider? Hast du Schiss vor mir? So eine halbe Portion wie du ist bloß Zeitverschwendung. Ich werde dich zerquetschen wie ein Mistkäfer. Nun komm endlich her, du blöder Wichser! Fahr mal los! Meine Rippen sind gebrochen. Es gibt doch nicht mehr so einen Bastesse. Ja, meine Rippen. Willst du wissen, was das für ein Gefühl ist? Willst du das Gefühl kennenlernen, wenn man abgestochen wird, Butter? Na komm schon, steh auf. Steh auf! Du verdammter Feigling! Einmal kannst du rennen, du Waschlappen. Das hättest du nicht mit meinem Bruder Crucito machen dürfen, Nesse. Du nimmst dir das zu Herzen, du Raufmaul! Willst du eine Runde tanzen? Ich kenne einen Titel, der heißt Stechen und Schneiden. Es gefällt dir Stechen und Schneiden? Der ist Hitparaden verdächtig, hä? Halt dich fest, Miklo! Ich bin verdammte Puto! Jetzt bist du dran! Du bist der Nächste! Das ist eigentlich der Stand aus Lokos! Als der Hundefänger dumme Fragen stellt. Ihr verfluchten Schweine! Hoch mit ihm, Milchgesicht! Hoch mit ihm! Hey, Horre! Wir haben Crucito gerecht! Er ist fürs Leben gezeichnet! Jetzt gebe ich dir den Gnaden! Nein, Pato, nein! Klus ist am Leben, Esse! Wenn sich ein Hund auf den Rücken legt, ist er fertig! Schalle! Ja, sieh ihn dir an. Der Bastard liegt auf dem Rücken. Ich hab was zu rauchen für dich. Ehrlich gesagt interessieren mich Zigaretten nicht. Das macht überhaupt nichts. Im Pinta ist das Geld. Ich hab nur was anderes, ein bisschen Gras. Lass dich mir rein, Bato. Wenn du gestattest, nehme ich dich eine Weile unter meine Fittiche. Ich pass auf dich auf, okay? Okay, Bato. Wir gehören doch zusammen, richtig? Na, so ob East Los Angeles herrscht, Bato. Und danke nochmal für alles, ja? Okay, du alte Schlampe, jetzt will ich deinen Arsch. Komm bloß nicht näher. Hier drin gibt es nichts umsonst, du Wichser. Fick deine Mutter. Huh? Okay. Du gibst auf, das ist richtig. Du Hurensohn, du gemeiner Mistkerl. Ach so, auf die harte Tour willst du es haben. Soll ich's mir nehmen, ja? Soll ich dich vergewaltigen, Puto, hä? Ich sehe schon die Farbe deines Blutes, Gavacho. Du hast verspielt, Blonder. Ich krieg dich. Ich werde dir deine verfluchte Placke abschneiden. Du bist kein Vato Loco. Lass ihn los. Das ist deine Taufe, Blonde. Wir schufen La Honda,
Damals waren wir 7. Das ist der innere Kreis. Jeder hier ist ein Kapitän und befehligt seine eigenen Soldaten. Jeder hat das gleiche Stimmrecht. Ich bin der gewählte Sprecher. Das ist das letzte Mal, dass du in diesem Kreis sitzen wirst. Du hast dich bewährt, also nehmen wir dich in Launda auf. Das ist eine Verpflichtung fürs Leben. Als Soldat legst du diesem Rat Rechenschaft ab und führst unsere Befehle durch, ohne zu fragen. Versagen bedeutet Tod. In den letzten 500 Jahren ist unser Volk unterdrückt worden. Aber hier, wo wir uns organisieren, werden wir diese Katastrophe aufhalten. Denn dieses Land gehört uns. Sangre por sangre. Blut rein, Blut raus. Die Aryan Vanguards sind beleidigt worden. Ihr Mexikaner wusstet, dass Big L bei uns versichert war. Also wenn sich euer kleines Lamm von der Herde entfernt, bringe ich ihn um. Das war deutlich. Er verdiente den Tod. Und außerdem schuldete ihm die EW mehr Geld als sonst wer. Ihr habt also einen guten Schnitt gemacht. Er ist trotzdem fällig. Der Rat hat mich autorisiert, eine beträchtliche Summe Bargeld anzubieten, um sicherzustellen, dass Miklo nichts passiert. Ich bin ganz Ohr. Die Hälfte von Els Geld. $8,000. Wir eröffnen jetzt das Geschäft und geben dir persönlich 25% von jeder Wette, die wir mit einem deiner Leute abschließen. Du gibst mir einen Scheiß, Junge! Du kannst nicht mal Geschäfte machen, ehe ich es dir erlaube! Verstehst du? Und? Also, was bietest du an beim Spiel Lakers gegen die 76er? Gib dem Kerl 4 und 76. 76 und 4 Punkte. Gut, ich werde 100 auf die Lakers setzen. Also, wenn das so ist, dann mische ich auch mit. Morgen im Rat gebe ich Onda die Chance, das Steuer zu übernehmen. Ich rate dir, bleib nicht auf der Strecke, Mann. Mira, ich habe einen hübschen Deal mit den Jungs von der AV abgeschlossen. Sie liefern mir so viel Stoff, wie ich verkaufen kann. Solange nur die Schwarzen und die Braunen meine Kunden sind. Und was musst du bei diesem Geschäft den Eisbären dafür geben? Ich muss die BGA-Pipeline verstopfen. Sie aus dem Drogengeschäft rausdrängen. Es ist einfach. Ich und meine Soldaten, wir werden uns um Pockets kümmern. Mein Bruder Smokey kann Cheap Times fertig machen, ihren Hauptlieferanten in L.A. Und dazu brauche ich Unterstützung von dem Rat. Dafür bin ich bereit, Onda ein Drittel meines Profites zu geben. Das ist ein Scheißgeschäft, Esse. Sowas hatten wir schon 100 Mal. Das Ziel der Aryans ist, einen Krieg zwischen Schwarz und Braun zu entfachen. Wir haben einen Waffenstillstand mit der BGA. Seit wann bist du so nett zu diesen Mayattes? Der Markt ist da. Kokain ist Amerikas Tasse Kaffee. Klar, warum nicht? Simon. So, Leute, guckt euch das an. Ich mache im Augenblick so viel Knete, dagegen sieht Miklos Wettbuch wie Kleingeld für Kaugummis aus. Wir fangen hier drin keine Kriege an, um Drogenhändler zu werden. Du hast sogar einige unserer eigenen Soldados abhängig gemacht. Unsere Aufgabe ist es, unsere Männer zu beschützen, nicht kaputt zu machen. Seht euch seinen Arm an. Er liebt das Zeug mehr als uns. Er wird La Honda zerstören. Unsinn, genug gequatscht. Wir haben es zu etwas gebracht. Willst du wieder Zigaretten schnorren, Esse? Oder du? Willst du wieder Schuhe putzen? La Honda putzt keine Schuhe. Stimmt, aber das wird passieren, wenn wir jetzt nicht tätig werden, Esse. Ich will den ganzen verfluchten Laden besitzen. Also, macht ihr mit? Ich sage nein. Du bist hier nicht der Anführer. Deshalb sage ich dir, Honda macht nicht mit. Tu, was du für richtig hältst, aber ohne uns. Ohne mich. Ich brauche euch nicht dabei. Ich werde keinen Rückzieher machen. Dafür brauche ich Onda nicht. Ich kaufe mir mit dem Geld Unterstützung. Ich hole mir die Eisbären, die geben mir Rückendeckung. Überleg dir noch mal. Mach doch keine Scheiße, Carlos. Das schaffst du nicht. Carlos, komm zurück! Hefe, wir dürfen ihn nicht laufen lassen. Er darf Onda nicht spalten. Carlos! Sein
Es war unberechenbar. Es ging ums Geschäft. Aber was ihr vorgestern Nacht in L.A. gemacht habt, war absolute Scheiße. Es wird noch mehr Blut fließen und gebrochene Knochen geben, denn wir lassen uns von euch nicht mehr in den Rücken fallen. Also, ihr wollt quatschen. Worum geht es? Schieß los. Honda hatte nichts zu tun mit Cheap Times. Carlos' Bruder hat auf seinen Befehl hingehandelt, nicht auf unseren. Er hat dafür mit dem Leben bezahlt. Cheap Times war erst der Anfang, glaubt mir. Das ist eine Nummer zu groß für euch. Wenn ihr Krieg wollt, wir sind bereit. Wir werden gewinnen, das weiß ich. Wir haben mehr Soldaten und sie gehen aufs Ganze. Bis zum Tod, wenn ich... Ich habe auch Soldaten und die sind auch bereit zu sterben. Das werden wir dir beweisen. Wollt ihr das wirklich? Ich garantiere dir, dass sich die Aryans die Hände reiben. Wir können das Morden jetzt beenden. Du und ich. Gleich hier. Dein Wort hat hier drin Gewicht. Aber was ist mit Folsom und Chino? Für die spreche ich auch. Vielleicht für Soto und Folsom, aber dein Wort reicht im Moment nicht bis Chino. Mosca Lopez ist verrückt. Ich habe 3 Leute da unten verloren. Ich könnte vielleicht eine vorübergehende Verlegung erreichen. Sie werden zustimmen, wenn du Frieden garantierst, solange ich weg bin. Scheiß auf den Waffenschild! Ja, das war nicht doch! Okay, Mann, du hast 5 Tage. Ich werde meine Leute 5 Tage lang zurückhalten. 5 Tage. Miklo kümmert sich um alles während meiner Abwesenheit. Du kannst dich darauf verlassen, dass er dafür sorgt, dass nichts passiert, solange ich weg bin. Also haben wir Waffenstillstand? Alles klar. Na, das ist aber eine hübsche Überraschung. Die Mexikaner und die Affen von Bonafide halten Händchen. Hey! Jetzt habt ihr beide einen Intelligenzquotienten von 2. Du bist so gut wie tot, Weißbrot! Du kannst mich mal am Arsch lecken, damit du Bescheid weißt, wo es lang geht. Das hier ist mein Niggerhund. Fass, Nigger, komm! Hey, Ryder, was ist da los? Frag mich nicht, was los ist, Mann! Frag mich, was wir hier sollen! Das ist ihr Krieg! Ja. Ich sag's euch, jagt diesen Penner zum Teufel, so könnt ihr den Steuern... Da lasst doch mal den Hof! Da läuft was zwischen den Negern und den Mexikanern! Wir sind weiß, ihr Braunen! Lassen Sie sie jetzt allein. Ich schwöre dir, die BJA war es nicht. Montana war ein geradliniger Typ. Wir sind gelinkt worden. Der Alte war kein vertrottelter Arsch. Das war ein Mitglied der BJA. Das ist richtig. Und genau deshalb ergibt es keinen Sinn. Ich lasse Montana von meinem eigenen Mann umlegen? Das wäre Selbstmord. Okay, du kannst tun, was du willst. Aber denk über eins nach. Wer hat einen Vorteil, wenn die BJA und La Honda Krieg führen? Die verfluchte AV. Logisch, die wollen, dass wir uns gegenseitig kalt machen. Dann schlagen sie zu und übernehmen alles. Und wir werden wieder zu Sklaven. Die AV. Die sind die einzigen, die von Montanas Route wussten. Und das haben ihnen die weißen Wachen gesagt. Ich arbeite mit Lightning in der Tischlerwerkstatt. Er nimmt meinen Kamm, er fälscht ihn und schickt ihn dann zu Wallace. Ist durchaus möglich. Und jetzt sitzt dieser Penner Red Ryder in der ersten Reihe und wartet darauf, dass wir uns gegenseitig töten. Also, was schlägst du vor? Dass wir dieses Schwein zusammen fertig machen sollten. Wir machen mit ihnen, was sie mit uns machen wollten. Siehst du die Geier da? Die nehmen uns gerade unter die Lupe, wenn du verstehst, was ich meine. Also, in den nächsten 6 Monaten werden wir uns gut nachbarschaftlich verhalten. Das heißt, die Sache geht klar. Wir gehen zusammen. Ja. Und wir werden ein großes mexikanisches Fest feiern. Wovon redest du, Mann? Dia de los Muertos. Und was bedeutet das? Der Tag der Toten. Alles klar. Alles klar. In 6 Monaten.